Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in Train Sim World 2. Diesmal hier auch wieder auf der Tees Valley Line. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute werden wir uns um das Szenario 3 werden 2 kümmern. Ein Dieseltriebwagen kam mit defekt an. Rangieren Sie den ausgefallenen Wagen zum Reparatur. Tourdienst und schicken sie ihn zurück auf die Gleise. Das Ganze wieder mit der Class 08. 2 von 5 Schwierigkeit. Und ich weiß, ich wusste, ich habe was vergessen. Ich wollte noch den Browser schließen. 9200 Punkte für die Goldmedaille. Und wir laden einfach mal wieder rein. Und hier heißt es sogar nicht 3 macht 2, sondern aus 3 macht 2. Was auch besser passt. Willkommen im Thornaby Depot. Am anderen Ende des Depots wurde gerade eine Class 108 mit einem defekten Mittelwagen geliefert. Starten Sie diese Class 08 und fahren Sie rüber, um den Dieseltriebwagen abzutrennen. Das heißt, wir müssen den Mittelwagen, das heißt der Vorderwagen passt, der Mittelwagen nicht und der hintere Wagen passt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Werden wir dann eh gleich wieder sehen. Dann steigen wir mal ein und setzen uns auf den Fahrersitz. Na gut, dann lassen wir die Tür vielleicht doch einfach mal auf. Wir müssen ja eh mehrfach raus und einsteigen wieder. Hauptgriffschalter auf. Ach ja, Start, bis der Motor läuft, da war ja was. Wieder richtig typisch britisches Wetter. Dann lösen wir die Handbremse. Lokbremse, oh Gott, nee, nicht Notfall, sondern nur volle Leistung. Dann die Zugbremse auf fahrend, das Ganze auf rückwärts. Dann die Lokbremse wieder lösen und dann können wir auch Schub geben. Ganz mal auf 30%. An einem Ort halten, Signal TY176. Und da drüben. Ah, hier kann man Tank auffüllen. Die Frage ist, ich hätte gedacht, dass es einer von denen ist, wo wir hin müssen, ne? Oder würde ich fast sagen. Aber wir fahren halt so weit raus, dass wir fast, dass ich schon fast denke, dass wir hier hin müssen. Weil da ist ja nichts eigentlich. Oder wir halten einfach ganz hier hinten, um das hier hinten zu legen. Wer weiß das schon. Aber ich dachte, dass die da vorne beispielsweise diejenige ist, die defekt ist, aber scheinbar nicht. Na, mal schauen. Das muss man überraschen. Dann wie viele Punkte war das nochmal? 9500, doch was glaube ich, ne? 9500 irgendwas. Wenn ich recht im Sinne. Ja.
Eis hinter dem Signal halten. Es war so klar, dass wir wieder zu weit raus rauschen. Können wir schon mal vorwärts gehen. Vorne wird auch wieder gerade geschoben, wie wir sehen. Auch von einer Class Zero 8. Und da waren wir so 500 Punkte. Jetzt sollen wir am Tees-Rangierbahnhof Wagen-Reparatur-Depot halten. Okay, ja, dann lag ich ja doch richtig. Weichentechnisch passt das alles wunderbar. Lösen wir die Bremsen. Geben Leistung. Leistung können wir auch wieder rausnehmen. Oh Gott. Der war ja wahrscheinlich doch unten, ne? Ich weiß nicht mehr. Ja, war ja. Der ähnlich, der hier war oben. Und ich lag richtig, da sind die Wagen. Vielleicht müssen wir jetzt den vorderen Teil ankuppeln, vom mittleren Teil trennen, den vorderen Teil woanders abstellen, dann den mittleren Teil vom hinteren Teil abkuppeln und dann den mittleren Teil zur Reparatur zu bringen. Deswegen kuppeln Sie jetzt an den Dieseltriebwagen an, fahren Sie bis die Lokomotive den Wagen rührt und sehen runter und verbinden Sie die Kupplung miteinander. Ja, das haben wir sogar alle schon in einem Rutsch gemacht, wunderbar. Nehmen wir doch das ganze Ding mit. Erstmal müssen wir die DMBS aus dem Weg bewegen, damit wir an den Mittelwagen kommen. Ja. Fahrzeuge abkuppeln, den Führungswagen. Wie bereits vermutet. Dann können wir die Tür zumachen. Bremsen lösen. Den Richtungswender wieder rückwärts schalten.
machen wir es mal 15%. Schnell sind wir eigentlich unterwegs. Da ist auch nicht allzu in der Superscheibe. Ja, solche Rangierszenarien sind schon schön. Wir müssen noch ein bisschen den Bremspunkt hier finden, der ist viel früher hier. Im Bereich dieser vorne bei Depots gibt es manuelle Weichen, wir prüfen sie, ob diese richtig eingestellt sind, bevor sie weiterfahren. Wollen wir diese Weiche wieder umstellen, wir wollen ja nicht wieder zurück. Und dann wollen wir jetzt dort halten. Sieht gut aus, die Weiche. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann lösen wir wieder die Bremse, schalten den Richtungswender auf vorwärts und geben Leistung. Halten jetzt auf dem Nebengleis, um dann den mittleren anzukoppeln. Damit der Defekt repariert werden kann. Also weit hätte ich nicht gekonnt. Wir haben für den Punkt dafür bekommen 488, okay, sehr nett. War glaube ich 488, oder? Gucken wir nur mal kurz nach hier. Jawohl. Gut, dann wurde uns nicht allzu viel geklaut. Denn wenn wir mal gucken, wie viel Platz war da nicht und der Haltepunkt war ja eigentlich hier oder so. Also war eigentlich gut, dass ich so früh gebremst habe. Gefällt dir ja jetzt nicht mehr. Dann wollen wir den Führungswagen wieder abkoppeln. So. Dazu wieder hinsetzen. Dann fahren wir wieder rückwärts, lösen die Bremsen. Wollen wir in diesem Fall jetzt nur über diese Weiche da vorne noch rüber? Oh. Ich wollte eigentlich doch rückwärts. Also über diese Weiche müssen wir rüber, dann können wir sie wieder umstellen. So weit fahren wir jetzt nicht. Auch wieder hier an, ungefähr bei der Weiche zu bremsen.
verstehen. Dauert es immer ein bisschen. Hat ja gut gepasst. So, Weiche umgestellt. Dann klettern wir wieder rauf. Setzen uns wieder hin. Rechnen uns, wenn da diesmal wieder auf vorwärts. Lösen die Bremsen. Geben wieder Leistung. Und halten hier vorne wieder an. Vor dem mittleren Wagen. Wunderbar, volle Punktzahl. Dann wollen wir jetzt auch wieder hier dort an die DMEU ankoppeln. Dann lösen wir die Bremsen wieder. Ein Stückchen haben wir ja noch. Wir müssen halt eigentlich gut dran sein. Ja, wunderbar. Dann müssen wir eigentlich nur noch das hintere, den Mittelwagen abkuppeln. Dann können wir den zum Reparieren bringen. Wunderbar. Mittlerer Wagen ist abgekoppelt. Nun, da der defekte Wagen gesichert wurde, können sie ihn auf das Wartegleis bringen. Die Kollegen in Thornaby werden sich ihn später anschauen. Alles klar. Richtungswender wieder auf rückwärts. Bremsen lösen. Dann machen wir, bis der Bremsdruck verschwunden ist. Und dann halten wir jetzt dort vorne beim Osteingang vom Depot. Ich frage mich, ob wir jetzt noch einen anderen Mittelwagen nehmen oder den hier repariert wieder bekommen und wieder ankoppeln müssen, weil es hieß ja zumindest, dass wir einen defekten Wagen abkuppeln und wieder hinbringen und so, oder nicht? Nämlich recht im Sinne. Punkte, wunderbar. Dann müssen wir noch. Müssen wir diese Weiche umändern? Ne, die ist schon richtig. Die ist nicht richtig und die ist auch nicht richtig. Müssen wir ganz hin, da hinten hin. Hier ist es richtig. Und da ist auch richtig. Dann müssen wir nur noch die hier vorne ändern. Da das manuell gemacht werden muss mit den Weichen, spielen wir das Spiel hier mit. Auch wenn wir es prinzipiell in dem Streckenplan selbst machen könnten. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt wieder so 300 Kilometer oder 300 Yards weiter hinten halten mussten. So, hier wollen wir auch nochmal weiter geradeaus und dann dürfte das passen. Und hier kann man tanken, wie man sieht. Ich finde der Aspekt mit dem Tanken auch schon nice, so, dass man tanken kann, eventuell muss. Ich weiß, dass man bei manchen Szenarien oder Fahrplan-Szenarien tanken muss. Ist ja schließlich eher so ein Arcade-System hier. Okay, ein Arcade-System mit Punkte. Das heißt, man hat ja jetzt nicht so einen wirtschaftlichen Aspekt wie bei D-Ray Rally, wo man halt gezwungen ist zu tanken.
soundtechnisch super schön. Allein von dem Quietschen der Räder, das ist echt super angenehm. Dann noch das Gewackel nebenbei. Das ist schon sehr dynamisch. Und atmosphärisch sehr passend, finde ich. Raus, denn wir müssen dann gleich wieder halten. Punkte haben wir. Roundabout die Hälfte, also. Ganz grob gesagt. Abgekoppelt. Dann drehen wir uns wieder um und fahren wieder in die Rückwärtsrichtung. Wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir sollen jetzt denselben Weg halt wieder zurück und dann halten wir dort wieder und dann mal gucken. Haben wir hier noch einen Mittelwagen? Ne, das sind alles Ganzwagen und Vorder- und Ende. Und wir wollen aber schon. Ich nutze wenn da rückwärts und Abfahrt. Das müssen wir jetzt noch ganz machen. Dort halten, dann dürfen wir nebenrechts haben. Okay. Wahrscheinlich haben wir noch einen Ersatzmittelwagen. Ich gehe zumindest einfach mal von aus, dass wir jetzt dorthin engagieren. Aber wie gesagt, solche Rangierfahren sind halt auch nice. Also zur Abwechslung. Nicht immer dasselbe fahren, nicht immer irgendwie nur Fahrgäste aufnehmen und abnehmen. Abnehmen vor allem. Die Fahrgäste ein- und ausladen. Oder Güter von A nach B fahren, sondern auch mal ein bisschen rangieren. So Abwechslung muss ja auch mal sein, ne? Oder werden wir jetzt den Vorderwagen an den hinteren Wagen angekommen und die fahren jetzt nur im Zweiergespann ohne Mittelwagen. Leistungsregler ist auch auf aus. Da haben wir jetzt gleich nach diesem Halt 6000 Punkte. Dann fehlen uns noch roundabout 3500 für die Goldmedaille. Einen Bremspunkt finde ich noch nicht so ganz, ne? Okay, aber 500 Punkte bekommen, wunderbar. Dann steigen wir mal aus und stellen die Weichen wieder. Ist doch bestimmt wieder verkehrt. Ja, die hintere Weiche fehlt.
und so wie es aussieht, machen wir es tatsächlich, dass wir jetzt den Vorderteil an den hinteren Teil ankoppeln und der ist gespannt wieder ohne Mittelteil auf die Strecke gebracht wird. Wer weiß ja schon, wahrscheinlich, vielleicht, who knows. Ich bin echt gespannt, wie die erste richtige Fahrt mit der BR Class 101 wird. Bisher bin ich ja nur im Tutorial gefahren. Ich glaube, das nächste Szenario, dieses Sommer-Special-Ding, ist ja, glaube ich, sogar die BR 101, die wir dann fahren. Auch den Nebengleis und koppeln danach die an. Das Vordergespann vom Zug. Nochmal 500 Punkte bekommen. Wir können diesen Triebwagen nun wieder als Zug mit zwei Wagen im Betrieb nehmen. Kuppeln wir den Fahrmotor an. Ja, as expected. Wir sind jetzt bei 6.500 Punkten. Das Ankuppeln gibt uns nochmal 250 Punkte. Dann bekommen wir nochmal 250 Punkte, wenn wir das andere Ding angekoppelt haben. Nochmal 1000, um dahin zu kommen. Also sind wir ungefähr bei 1500 Punkten dann. Bin mal gespannt, ob das klappt mit der Goldmedaille. Aber wir, glaube ich, hinhauen, da wir die Class 08 ja wahrscheinlich nochmal zurückbringen werden. Dann wollen wir jetzt da vorne angucken, das heißt, wir müssen ein kurzes Stück vorfahren. Hinter der Weiche müssen wir dann halten. Wieder im Rückwärtsgang. Lösen die Bremse, lassen den Bremsdruck sich verringern. Geben Leistung. Weil wir bekommen jetzt keine Punkte, dass wir da hinten halten. Wir sollen jetzt einfach nur gerade hinfahren. Na, mal schauen. Aber ich denke, Gott, da kriegen wir vielleicht hin. Das ist halt, sind halt noch 3000 Punkte ungefähr. Who knows, who knows, who knows. Könnte eng werden. Jetzt mal mit 29% anzubremsen. Ah, das passt. Das passt. Dann legen wir die Weiche um. Und steigen wieder ein und fangen jetzt wieder vorwärts. Koppeln den vorderen Wagen an den hinteren Wagen an. Kann man von hier machen. Lösen wir die Bremsen, Richtungswender vorwärts und wir geben mehr Leistung. Bei doch eine Kurve, ne? Oder ist das schon wieder gerade, wo wir denn da sind?
punkten eigentlich wieder direkt davor oder haben wir noch Platz? Interessant, wie das hier verschwindet. Ist das die Punktezone? Nee, ich habe keine Ahnung. Die Leistung wieder. Er nimmt die Leistung raus, das würde ich sagen, Mensch. So viele Punkte bekommen wir auch dort für. Dann gucken wir den letzten Wagen an. Der ist wahrscheinlich noch nicht ganz dran. Weitem noch nicht. Stecken können wir noch. Ich wollte gar nicht komplett reingehen. Kann man gut da unten am Schatten sehen. Das war eine Sonne. Im Lichtschlag, um das gut sehen. Reicht das? Ah, es reicht wunderbar. Dann koppeln wir auch das Ding hier wieder ab. Das ist die komplette DMU. Das wäre erledigt. Ein anderer Lokführer wird den Zug später testen. Stellen Sie diese Class 08 jetzt erstmal auf dem nächsten Nebengleis ab und schalten Sie ab oder so. What? Okay, waren das doch 8000 Punkte? Puh. Es ist belastend, wenn man das mal wieder die Zahl sich nicht merken konnte, aber nicht gemerkt hat. Rückwärts. Ich vergesse jetzt mal wieder den Richtungswender wieder umzuändern. Oder das jedes Mal. Zweimal vergessen jetzt. Wie asynchron der Scheibenwischer noch geworden oder die Scheibenwischer geworden sind. Die waren ja eigentlich vorher, die sind auf derselben Geschwindigkeit und kommen trotzdem irgendwie später an als vorher. Ändern wir diese Weiche, die da vorne müssen wir nicht. Vorwärts, Bremse lösen. Und wir Leistung geben.
halten, dann sind wir bei 8.358 Punkten. Ich habe irgendwie einen 9 im Kopf, ich weiß nicht warum. Aber gut, die 8 und die 9 sehen ja auch ähnlich aus, wenn man jetzt nicht ganz drauf achtet. Ist ja mal einfach mit der Länge gewesen, dass so 500 Punkte bekommen. Dieser Dieseltriebwagen wird von einem anderen Lokführer vorhin wirklich immer getestet und die Kollegen werden am defekten Wagen arbeiten. Schalten sie die Class Zero Aid ab und gehen sie in den Feierabend oder was auch immer da gesagt wurde. Richtungswende auf aus. Hauptgriffschalter ebenfalls auf aus. Erfolgreich Ränder runterfahren. Dann machen wir nochmal die Scheibenwischer im richtigen Moment aus. Müssen wir noch mal ein bisschen warten, bis er wieder rum ist. Dann steigen wir aus und beenden die Fahrt. Jetzt sind wir bei 8600 Punkten. Vielleicht, who knows, wir werden es gleich sehen. Wir haben ja eh die Auflösung. Schön, wie viel es hier noch hier rumfliegt und rumfliegt. Oh, belastend. Dann waren es doch 9000. Ich frage mich, okay, zeitlich gesehen sind wir 7 über der Zeit, die angezeigt wurde. Ich frage mich, was ich hätte besser machen können. Durch wie viele Punkte mir fehlen. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir nochmal gucken, was wir als nächstes Szenario hätten hier auf der TC Battle Line. Wir sind kurz vor Level, oh, ich bin jetzt kurz vor Level 31. Wir sind Level 7 auf der TC Battle Line in der Class 08, Level 7, Level 5. Wir haben wie gesagt 37,5 Minuten benötigt, 2,3 Meilen zurückgelegt, 8.638 Punkte bekommen und nur eine Silbermedaille. Das nächste Szenario ist, wie vorher gesagt, dieses Sommerspezial-Szenario, wo wir dann glaube ich auch das erste Mal mit der Classic 101 fahren. Okay, uns fehlten sage und schreibe 600 Punkte. Wieso, wo habe ich die 600 Punkte liegen lassen? Interessant. Ja, das nächste Szenario ist, wie gesagt, mit der Class 101. Oder mit der Class 101. Oder mit der Class 101. Sommerspezial am Meer. Fahren Sie diesen Sommersonderzug nach Saltburn by the Sea. Das erste Mal und auch die, über die komplette Strecke für 6600 Punkte, 60 Minuten soll das Ganze dauern. Das erste Mal mit der Class 101, wie bereits gesagt, das erste Mal auch mit dem Schalten. Mit dem Ding, ich bin echt gespannt, ich weiß nicht, also ich werde das im Winter aufnehmen, ich weiß nicht, ob das im Frühling kommt oder Ende Frühling oder ob ich das... Ob das jetzt auch relativ zeitnah kommt oder ob ich wirklich sage, okay, ich warte bis zum Sommeranfang, bis das dann rauskommt. Werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ihr seht euch dann im nächsten Video von Schweinsland World 2 wieder.